Bleichgesichter in Schwarz zelebrieren die Stille eines Friedhofs. Andere stürzen sich massenhaft in den Lärm der Stadt. Ihr Styling zielt auf Endzeit und Tod. Anhänger der Wave-Gothic-Szene. Das englische Gothic bedeutet düster und schaurig. Aber die schwarze Kultur verändert sich. Sie verlässt ihre Nischen, ist groß geworden. Tausende feiern rauschende Feste. Das Wave-Gothic-Treffen in Leipzig zieht alle magisch an. Saarbrücken, ein Laden für junge Leute. Im Angebot hippe Teile, signalbunt und nicht zu teuer. Rebecca ist eine von 20 Verkäuferinnen. In Sachen Mode ist sie weniger sprunghaft als ihre Kunden. Denn Rebecca ist ein Gothic Girl. Hallo, kann ich dir was helfen? Ja, ich suche kurze Hosen. Okay, gucken wir mal. Was für eine Farbe? Egal. Egal? Am besten schwarz. Ja, schwarz. Das war ihre letzte Kundin vor dem Wochenende. Endlich. In den nächsten 10 Minuten habe ich Feierabend und dann geht's ab mit dem Auto nach Mannheim. Und ich treffe da einen ganz, ganz lieben, netten Fotografen. Und mit dem werde ich so ein paar Fotos machen natürlich und dann natürlich Party machen gehen. Sie hat alles penibel organisiert. Fertig? Ja, klar. Ihr Freund wird sie fahren. Das Auto passt genauso zu ihrem Lebensgefühl wie die Musik. Die ihren Alltagstrott mit harten Beats beendet. Gut eine Stunde Fahrt ins Freitagabendglück. Rebecca plant für das Wave-Gothic-Treffen in Leipzig. Als Amateurmodel will sie neue Kontakte knüpfen. Dafür braucht sie noch aktuelle Profifotos. Ein Gartenidyll bei Mannheim. Hier wohnt Martin Black, einer der bekannteren Fotografen in der Gothic-Szene. Rebecca merklich aufgekratzt. Gleich das Shooting und dann in einer Woche zum ersten Mal in Leipzig mit dabei sein. Für Martin 5 Tage Stress, für Rebecca ein Fest, dem sie entgegenfiebert. Ich habe gelesen, 5 DJs. Diese ganzen Leute, die es gesehen werden, einfach alles drumherum, ist wahrscheinlich wahnsinnig spannend und klar, da freut man sich. Es dauert kaum 10 Minuten und die brave Verkäuferin erscheint als Vamp in aggressivem Schwarz. Gut schaust aus. Da guckt noch was raus. Ja, das passt schon. Und wenn das Fotolicht den Lack glänzen lässt, zeigt Rebecca ihre dunkle Seite. Aber es ist auch ein schönes Korsett, wo du hast da das. Es könnte nur etwas enger sein. Ja, gut, das machen wir nachträglich enger. Ihr Outfit, auch eine Botschaft. Es spiegelt so ein bisschen die Dominanz der Frau wider. Mit dem offenen, der hohe Kragen, es zeigt immer so eine arrogante Art und Weise wider. Und es ist einfach vom Tragegefühl einfach, es fühlt sich toll an, es zu tragen. Ja. Und als Vamp scheut Rebecca keine Verrenkung. Je anstrengender die Pose, desto größer der Erinnerungswert für später. Vielleicht lebt man dann ein anderes Leben, hat nicht mehr diese Outfits, die zu einem dazugehören. Ja, es ist halt für die Nachwelt speziell einfach, dass ich auch, wenn ich mal 60 bin, sagen kann, wow, was habe ich da früher gemacht? Okay. Wie immer. Hamburg, alter Elbtunnel. Auch ein Shooting. Gothic Girl Audrey Virginia und ihre Freundin Laila bei einer etwas krasseren Selbstinszenierung. Eine Aktion, die unter Hobbyknipsern wohliges Raunen auslöst. Wir haben ja eigentlich schon damit gerechnet, so, wenn jetzt so Touristengruppen kommen so, und wow, Attraktion, so gleich Foto, ne, wie die Japaner halt. Ja, haben wir schon mit gerechnet. So, ne? Und ist das so ein kleiner Kick, das zu tun? Oder wie empfindet ihr das? Ja, oder es macht natürlich dann noch mehr peinlich. Spaß, so, ja. Ne? Wenn da noch mehr Zuschauer sind. So, ne? Und die machen ja auch alle mit. Also genau. Schön. Bisschen Kribbeln im Bauch, Aufregung. Ein schneller Kick, kaum 10 Minuten und alles ist vorbei. Aber die Fotos bleiben.
Audrey, ein Pseudonym, ist gelernte Bestattungsfachkraft. Ein Beruf, der sie nicht erfüllt. Sie will Model in der Gothic-Szene werden und landet in einer Table-Dance-Bar auf der Reeperbahn. Ein Job zum Geld verdienen. Die Gothic-Branche allein kann kaum einen ihrer Darsteller ernähren. Nicht weit vom Hafen. Die Werkstatt der Outfit-Designerin Nina Rademacher. Mit Geschäftspartnern betreibt sie 3 Webshops. Und mittlerweile reicht ihr der Umsatz, um davon zu leben. Das liegt vor allem an ausgefallenen Latex-Kreationen. Denn die sind für die Gothic- und Fetischkundschaft gleichermaßen anziehend. Entscheidend für den Erfolg? Die Entwürfe müssen die Träume ihrer exzentrischen Kunden treffen. Und das Verlangen nach immer mehr Individualität schafft ständig neue Moden. Latex hat ja angefangen mit Schwarz und Schwarz-Rot, vielleicht auch mal Schwarz-Weiß. Und es ist jetzt farbenfroher geworden, wie allgemein die Wave-Gothic-Szene sich entwickelt hat. Halt mehr zur Farbe hin. Und das ist halt so eine verspielte Welt geworden. Also das geht immer mehr hin zu Sachen, die halt wirklich immer lieblicher werden. Hier die Romantik-Domina-Fantasien. Daneben Befehls- und Gehorsamswelten im Metallic-Look. Audrey Virginia schaut herein, auf der Suche nach einem Outfit für Leipzig. Nina präsentiert Neuheiten. Ein Latexkleid, sehr sexy, handbemalt. Nicht ganz Audreys Geschmack. Sie mag den Marine-Look in Latex. Erster Kontakt über die Armstulpen. Und wie ist das so vom Gefühl her? Ja, das ist wie ein Kondom. So, ne? Zweite Haut. Ganz witzig. Ein Gothic-Traum in Blau-Weiß. Ja, das ist natürlich dieses Matrosen 50er-Jahre-Stil, also das ist total mein Ding. Auch wenn dieses Material jetzt natürlich ungewohnt ist, so, weil ich sowas noch nie anhatte, wenn dann auch Stoff, aber doch, das ist, passt. Sie liebt das Matrosendirndl. Doch gut 1000 Euro Anschaffungskosten, das will sie noch einmal überschlafen. Bei Mannheim startet Rebecca in eine zweite Shootingrunde. Die schwarze Lady verwandelt sich in einen neongrünen Cyberpunk. Ein Endzeitgeschöpf, geschaffen für die Disco-Welt. Rebecca liebt Lack und Schwarz. Aber tief in ihrem Herzen ist sie ein Cyber-Goth. 23 Uhr, Ankunft in der Diskothek MS Connection in Mannheim. Alle 4 Wochen heißt das Motto Super Schwarzes Mannheim. Dann strömen Tausende von Gruftis aus dem Südwesten Deutschlands in die dunklen Gewölbe der alten Fabrik. Auf dem Techno-Floor trifft Rebecca ihre Feierfreunde. Vor 5 Jahren waren die schrillen Cyber eine Revolution in der schwarzen Szene. Doch längst sorgen neue Moden für Aufsehen in der Dunkelwelt. Rebecca verausgabt sich total. Ihr Freund begnügt sich mit einer Beobachterrolle bei der Bar. Gegen 2 Uhr, allgemeines Luftholen auf dem Freigelände. Auch Rebecca macht mal Pause. In einer Woche steigt die Party in Leipzig. Der Termin in diesem Jahr, auch für Martin, den Fotografen. Was spielen wir? Aber nicht parallel. Hamburg. Nina Rademacher packt ihre Koffer für das Wave-Gothic-Treffen. Sie bleibt 5 Tage und nimmt 6 Outfits mit. Leipzig ist für sie ein Fest. Sie will nichts verkaufen, sie will sich einfach zeigen. Das habe ich eigentlich immer schon gerne gemacht, so als Kind schon, so die kleine Prinzessin zu spielen. Und das ist halt einfach das Besondere daran, dass man halt 5 Tage lang in Prinzessinnenkleidern oder in einem kurzen Latexrock oder mit verrückten Haarstylings rumlaufen kann, ohne dass das irgendwie negative Folgen hat. Ausbruch in eine Fantasiewelt auf Zeit.
Das hier bringe ich einer Kunde noch mit, das ist nicht für mich. Das ist halt nochmal Rock, Oberteil und so eine Schärpe. Eine Kombination in Schwarz und einem metallisch schimmernden Braun, der neuen Trendfarbe für modebewusste Wave-Gothic-Fans. Dann ist es soweit. Freitag vor Pfingsten. Das Straßenbild in Leipzig verdunkelt sich. Tausende von Gruftis strömen in die Stadt. Doch die schwarze Front hat mit den Jahren freundlichere Züge bekommen. Farbe macht sich breit. Anmutungen von Tod und Teufel. Beim viktorianischen Picknick im Clara Zetkin Park blitzen sie nur vereinzelt auf. Es dominieren Romantik und Nostalgie. Der Betrachter kommt ins Schwelgen bei so viel Tüll und edler Spitze. Selbst die Punks, aufs Feinste veredelt. Ein Schauspiel, generationenübergreifend. Pflichttermin für Fotografen, Martin Black auf der Suche nach neuen Trends. Kann ich mal euch ein Besucherbild machen? Auch zwei junge Russen stechen heraus aus der Masse. Das ist im Prinzip unsere Hochzeitskleider, weil wir haben so Interesse in solche Mode. Wir haben das so in Steampunk-Richtung gemacht. Und das ist genau, was die Leute hier auch fragen. Die Steampunker sind die Stars im Park. Die Fotografen reißen sich um sie. Fantasie-Outfits, die daherkommen wie aus der Welt eines Jules Verne. Gute alte Mechanikteile, kein Plastik. Der Stil nennt sich Steampunk und das kann man halt nicht so kaufen, wie die es anhat im Kaufhaus. Das heißt, die Leute basteln das wirklich selbst und das ist dann auch wirklich einzigartig. Und ich glaube, die sitzen da wirklich recht lange, um sowas zusammenzubauen. Aber die Steampunker, die ziehen wirklich auch die Blicke auf sich und so ein Motiv wird halt auch gerne immer mal gedruckt, weil es halt auch was Neues ist. Der Mann am Fernrohr, ebenfalls ein Steampunker. Er hat seine ganze Familie stilecht ausstaffiert. Oh, ich bin Autolackierer. Autolackierer? Ja. Und das andere ist halt meine Freizeit und mein Hobby. Frisst jede Minute. Sein ganzer Stolz, die Musicbox mit Zahngetriebe-Display. Das Herz dieser Maschine ist eigentlich das Smartphone, ne? Weil darüber wird dann die Musik gesteuert, das ist dann alles dran und der eigentliche Verstärker und das ist dann halt alles hier unten drin. Eine schwarze Prinzessin betritt die Szene. Nina Rademacher, ihr Kleid ein Ausrufezeichen. Flüchtige Beobachter fühlen sich in ein Kostümfest versetzt. Doch der wahre Gothic-Fan sieht das ganz anders. Es hat für mich nicht die Bedeutung einer Verkleidung. Ich möchte damit nicht jemand anderen darstellen, sondern mich selber darstellen, in allen meinen Facetten. Nina Rademacher trifft die Kundin, für die sie das schwarz-braune Outfit entworfen hat. Eine Fotografin aus Pforzheim. Sie gefällt sich sichtlich im Steampunk-Stil. Naja, es ist ja oft das Bestreben des Menschen, etwas Schönes zu erschaffen. Ja? Ein Kunstwerk, kreativ zu sein, ja? Sich zu entfalten. Und durch diese Aufmachungen ist das die beste Möglichkeit, einfach sich selbst zu präsentieren, zu zeigen. Das bin ich, so gefalle ich mir und genieße alle anderen um mich herum. Ja. Menschen wie Gemälde. Das bürgerliche Publikum gebannt. Herrlich. Ja. Wie jedes Jahr geguckt hier. Bewundernswert. Manche sind auch ganz schön sexy, ne? Ja, oh ja. Da muss ich ihn festhalten. Was für schöne Frauen. Wie die sonst immer aussehen, die Mädels. Schau uns doch mal um. Sind das nicht tolle Frauen, ne? Wir hoffen, dass es viele Jahre so bleibt, ne? Martin Black hat das Beste auf dem Chip. Er zieht weiter auf seiner Jagd nach ausgefallenen Motiven.
Martins nächste Station, das Agra-Messegelände im Süden der Stadt. Es ist später Nachmittag, nur noch wenige wirklich auffällige Models. Doch er hat Glück. Ein kurzer Blickkontakt. Sie will. Das ist nicht immer so. Profis wissen, wann sie die besten Schüsse bekommen. Ja, es kommt auch auf die Tageszeit an. Irgendwann sind die Leute so genervt, dass einfach keine Bilder oder Fotografen mehr wollen. Weiter geht's mit einer Stippvisite in der Messehalle. Martin trifft Geschäftskunden, stöbert nach Neuheiten im Gothic-Ausstattungsgewerbe. Eine Fantasy-Corsage fällt ihm auf. Wenig Werkstoff, aber perfekt arrangiert für ein erotisches Shooting. Ja, das wäre doch mal super. Und das ist auch schick, das, was du jetzt anhast, ne? Das ist immer so ein Klassiker. Ja. Der Name Martin Black, ein Pseudonym. Wenn er jenseits der Gothic-Szene Pressebilder macht oder Manager porträtiert, tut er das unter seinem richtigen Namen. Martins letzter Termin für den Abend. Ein Fototermin mit der Band Diorama. Die Jungs haben angefangen als BWL-Studenten. Heute sind sie Geschäftsleute. Einer ist direkt aus Südamerika eingeflogen. Die anderen kommen aus Paris, Bern und Reutlingen. Alles für einen Auftritt in Leipzig. Martin kennt die Band seit Jahren. Sie hat in der Wave-Gothic-Gemeinde treue Fans. Martin hofft auf ein gutes Konzertfoto. Manager, die aus ihrem Alltagsstress ausbrechen. Eine Stunde lang totales Ausflippen auf der Bühne. Und nach dem Wochenende geht's dann zurück in ihre gut dotierten Stressjobs. Audrey und Layla sind noch in Hamburg. Vor ihnen liegen noch 2 Tage Dienst an der Stange. Dann erst brechen sie nach Leipzig auf. Audrey hat die Fotografin bestellt. Sie soll noch einige Posen einfangen. Es ist 10 Uhr am Vormittag. In 2 Stunden beginnt der Betrieb. Und dann geht es nicht mehr darum, was die Mädchen zeigen wollen. Dann geht es um Umsatz. Kunden, die 300 Euro für die Flasche Champagner hinblättern, stehen auf nackte Haut und Klettertalente. Ein harter Job. Die wollen natürlich dann auch was sehen. Und dann ist es natürlich so, wenn man, je nachdem, wie oft man dann rauf und runter und seine Show da richtig macht, ist das schon am nächsten Tag schon ein bisschen geredert, ne? Und wie passt das zusammen? Schichtdienst auf der Reeperbahn und ihr Traum von einer Karriere als Gothic-Tänzerin oder Model? Man schlüpft ja auch in eine andere Rolle so, ne? Man ist ja auch hier in seiner Welt so. Und ja, man macht dann halt sein Ding und zieht ein anderes Kostüm an und spielt dann halt die Rolle so, ne? Mhm. Genau, ihr Schulmädchen und ihr die Kabarett-Tänzerin, die Burlesque-Tänzerin. Genau, nur dass es hier mit Arbeit zusammenhängt und auf dem Wave-Gothic-Treffen ist natürlich dann so Freizeit, ne? Am liebsten würde Audrey ihr Geld allein als Gothic-Model oder richtige Kabarett-Tänzerin verdienen. Doch so weit ist sie noch nicht. Immerhin, in Leipzig hat Audrey einen Job als Tänzerin in einem kleinen Musical. Zusammen mit Layla. Die Choreografie scheint noch etwas vage, aber die beiden beginnen schon einmal mit den Proben. Und dann muss man dann auch irgendwie so mit einer Zeitlupe was machen und apathisch. Und dann kommt das nächste Lied. Der Sound klingt stark nach den 90er Jahren. Die Band Homo Futura will die Songs ihrer neuen CD in Leipzig als Gruselmusical schmackhaft machen. Audrey und Layla ahnen, dass das noch lustig werden kann. Endlich in Leipzig. Audrey tritt auf als Gothic Go-Go Girl. Kunst oder auch nur Kommerz? Abflug in den Cyberhimmel. Für Verkäuferin Rebecca geht ein Traum in Erfüllung. Jetzt in der Planetopia-Reportage. 20.000 Gruftis bevölkern Leipzig. Zum ersten Mal dabei Rebecca und ihre Freunde. Sie wohnen in einer Pension. Dort haben sie auch Courtney aus Los Angeles kennengelernt. Es ist toll. Ich bin das 2. Mal hier. Leipzig lohnt den 10-Stunden-Flug. Es gibt nichts Vergleichbares in den USA. Die Tram befördert Gäste aus aller Welt.
Rebecca versucht, den Überblick zu behalten bei Hunderten von Konzerten, Lesungen und Events. Ja, ich bin die Mutti. Ja, das ist die Sandra, eine ganz, ganz liebe Freundin, auch wohnt bei mir direkt in der Nähe. Das ist der Luke, mit dem mache ich schon eine ziemlich lange Party eigentlich. Und das ist der Daniel, mit dem bin ich immer unterwegs, wir machen immer Party. Das ist so ein bisschen so wie so ein Tanzteam, ja. Andere Leute tanzen Walzer, wir tanzen Industrial. Und ja. Der Tag beginnt mit einer neuen Runde Sehen und Gesehen werden. Ja. Cool. Dankeschön. Hier ein Schnappschuss und dort. Und Outfits studieren auf dem Catwalk am Accra-Gelände. Auch Nina Rademacher, die Designerin aus Hamburg, ist unterwegs. Heute militärisch verspielt. Das Outfit changiert zwischen Kaserne und Karneval in Venedig. Zur gleichen Zeit in der Innenstadt von Leipzig. Ein Steampunk-Engel mit Fledermausflügelchen. Familie Selzer aus Recklinghausen genießt die Bewunderung der gutbürgerlichen Kaffeegesellschaft. Selzer mit Schnellfeuerarm, seine Frau mit Blutumwälzpumpe auf dem Rücken. Ihr Auftritt im verwinkelten Kaffeehaus ein echter Hit. Verwunderung mischt sich mit Wohlwollen. Das ist eben alles eine Geschmacksfrage, wie man sich kleidet. Aber wie gesagt, ich habe Hosenträger an und die haben schwarze Socken. Gut. Das Hotel- und Gaststättengewerbe der Stadt zeigt sich hoch erfreut über die schwarze Szene. Das war anfangs nicht so. Peter Steffen erinnert sich. Die waren schwarz. Unheil, Gotik, Wave, Tod. Es waren irgendwie so Dinge, die man nicht richtig so, wie soll man sagen, verarbeiten konnte. Und dann wurde das von Jahr zu Jahr mehr. Dann kam man immer mehr ins Gespräch, kam in Kontakt, stellte fest, Rechtsanwalt, Ärzte, sonstige Dinge. Dann stellte man fest, internationales Publikum. Das ging ja von Kanada, Australien, also quer durch diese Welt, wo man gemerkt hat, oh, das ist also nicht bloß, sagen wir mal, eine Randgruppe von Spinnern, sondern es ist wirklich eine Lebensstil, eine Lebensart. Und mittlerweile ist es wirklich auch ein Wirtschaftsfaktor geworden. Also wenn da 20.000 Leute am Wochenende in dieser Stadt sind, die lassen einfach auch Geld hier. Ganz, ganz toll. Zeitgleich feiern die Liebhaber klassischer Musik das Bachfest in Leipzig. Aber die Flaneure in Schwarz lassen keinen Zweifel aufkommen, Wave-Gotik beherrscht die Stadt. Und viele stehen an für ein Foto mit Grufti-Schönheiten, auch wenn die nicht lächeln. Horrorpunker sind bekannt für eindrucksvolle Auftritte. Daniel, Frontmann der Band Resurrex aus Kalifornien. Daniel, have you recovered? Oh yeah. Yeah, really? Thorsten begrüßt den weitgereisten Kollegen. Er kommt aus Köln und ist Anführer von The Other, ebenfalls Horrorpunker. Thorsten entspannt. Sie spielen erst am nächsten Tag. Daniel steht unter Strom, er muss in 2 Stunden ran. Horrorpunk-Fans bevorzugen ein etwas extremeres Styling, hantieren auch ganz gerne mit etwas Kunstblut. Der Andrang wächst. In der Halle sorgen Zombina und die Skeletons aus England für Stimmung. Horrorpunker erkennt man vor allem an der Maske. Ansonsten ist ihre Musik eine flotte Mischung aus Punk, Rock, Rhythm and Blues und vielleicht einem leichten Schuss Country. Thorsten wirkt nachdenklich. Seine Band, The Other, zu Deutsch Das Fremde, hat einen neuen Bassisten. Und der erlebt morgen seine Feuertaufe vor großem Publikum. Horrorpunk, eine Musikgattung, die vor allem in Deutschland treue Fans hat. Dennoch sind diese Bands weit davon entfernt, von ihrer Musik leben zu können. Die Engländer haben eine 16-Stunden Busfahrt hinter sich. Linienflüge würde das Budget nicht verkraften. Das ändert nichts daran, dass der Horrorpunk die Gruftis seit Jahren kräftig aufmischt. Du kannst halt wirklich quasi der Rockstar sein und die Leute heiß machen. Du musst nicht so tun, als würdest du leiden und auf dem Friedhof leben, sondern du kannst richtig den Leuten Feuer hinterher machen und die geben Gas und die pogen und die grüllen mit und die saufen. Und das ist das Schöne am Horrorpunk.
Roland, der Newcomer bei The Other, ist das erste Mal in Leipzig. Noch hänseln sie ihn etwas, weil die schwarze Szene Neuland für ihn ist. Eine schwarze Hose habe ich schon gehabt, aber ich laufe im Proberaum auch schon mal andersrum. Als ob ich vom Strand kommen würde. Ja? Und dann sagt er so, ey, das ist nicht grufti genug. Aber mein Gott, ist halt easy. Gegen Abend treffen auch Audrey und Laila aus Hamburg ein. Auch Audrey steht auf Horrorpunk. Resurrex aus Amerika wollte sie unbedingt sehen. Die beiden haben anstrengende Wochenendschichten in der Table Dance Bar hinter sich. Nach dem letzten Tanz ging es direkt nach Leipzig. Jetzt heißt es, ein bisschen runterkommen vor ihrem Auftritt am nächsten Tag. Und dafür scheint Horrorpunk genau das Richtige. Rebecca will nicht runterkommen. Ganz im Gegenteil. Dicht gedrängt mit 450 Fans wartet sie auf die Ankunft ihres Leib- und Magen-DJs, Soman. Anschwellende Bässe und monotone Beats kochen die Stimmung hoch. Und heraus kommt ein Techno-Rave. Nichts erinnert mehr an Gruft die Tristesse. Die Cyber mögen es schrill, laut und sexy. Und Rebecca tanzt sich diesen Abend ganz nach oben. Am Ende steht sie neben den Gogos, auf Augenhöhe mit dem Meister. Man hat den Eindruck, dass in der Wave-Gothic-Welt Musikmoden gefeiert werden, die anderswo schon als etwas überholt gelten. Aber das Publikum ist seinen Stars treu. Nur wenn sie zu groß, zu kommerziell werden, dann fallen sie in Ungnade bei eingefleischten Wave-Gothic-Fans. Die Szene will kein Massenpublikum sein. Und während Kolja Trelle seine Hightech-Ausrüstung verstaut, hofft Rebecca noch auf ein kurzes Hallo von ihrem Lieblings-DJ. Und der enttäuscht sie nicht. Hey. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin total... Sie findet kaum Worte, aber sie weiß, es war ein perfekter Abend für ein Cybergirl. Die Wave-Gothic-Bewegung ist über die Jahre unübersichtlich geworden. Längst fühlen sich auch Mittelalter-Fans und viktorianisch angehauchte Nostalgiker wohl in der einstigen Subkultur. Der Kulturwissenschaftler Markus Stiegelegger beobachtet auch eine immer stärkere Kommerzialisierung. Wave Gothic ist eigentlich eine Abspaltung aus der Punkkultur, hat damit aber nicht mehr viel gemeinsam. Im Gegensatz zur Punkkultur strebt ja Gothic keine Umstrukturierung gesellschaftlicher Werte an, sondern die meisten Leute, die man auch hier treffen wird, auf dem Wave Gothic treffen, sind Leute, die normalerweise Berufen nachgehen, die sie ernähren, die auch gewissermaßen das überhaupt erst ermöglichen, dass sie diese Selbststilisierung finanzieren können und sich auch die recht kostspielige Unterkunft plus Festival-Eintritte und so weiter leisten können. Also all diese Dinge sprechen eigentlich dafür, dass es keine antibürgerliche Subkultur ist. Das Angebot im sogenannten heidnischen Dorf wirkt stellenweise so banal wie auf einem Weihnachtsmarkt. Immer wieder umstritten, Bilder, die eine rechtsextremistische Unterwanderung befürchten lassen. Aber auch scheinbar krasse Militäroutfits können nur Maskerade sein. Müssen es aber nicht. Das Unbehagen bei vielen kritischen Beobachtern hat auch seine Gründe. Diese Ästhetisierung des Todes ist natürlich etwas, was ideologisch anschlussfähig ist für militaristisches oder auch weitergehend rechtes Gedankengut. Aber es herrscht weitgehend Einigkeit unter Forschern. In der Wave-Gothic-Szene gibt es auch nicht mehr Rechtsextreme als in der Gesamtgesellschaft. Ansonsten fände das Treffen auch nicht eine so breite Zustimmung beim gutbürgerlichen Publikum. Wir haben uns hier aber gegenseitig schon. Wir reden uns das gegenseitig ein, dass wir es nächstes Mal mitmachen. Viele Pioniere der Grufti-Kultur klagen zwar über den Kommerz, sind aber gleichzeitig stolz, dass die Bewegung bis heute überlebt hat. Showtime für Thorsten und The Other.
The Other, gegründet 2002 als Coverband der legendären Misfits. Heute zählt die Band ebenfalls zum Horrorpunk-Establishment. Noch 4 Stunden bis zum Auftritt. Roland hochkonzentriert. Die Woche über verdient er sein Geld als Laborant in der Pflanzenschutzforschung. Was reizt einen Weißkittel wie ihn an der schwarzen Szene? Ja, ich bin auch auf der Suche nach Begeisterung einfach. Also alles normal im Alltagsleben, das gehört oft auch zum Notwendigen und oft macht man auch irgendwie automatische Vorgänge, ohne groß nachzudenken. Es gehört einfach dazu und ich bin eigentlich auch ein getriebener Charakter. Ich bin auf der Suche nach etwas, wovon ich noch gar nicht weiß, was ich suche. Ah, da müssen wir. Eine Horrorpunk-Band, die etwas auf sich hält, braucht ihren eigenen Comic. Deswegen hat Thorsten vor dem Konzert noch einen Termin mit dem Leipziger Zeichner Schwavel gemacht. Viktor, wirst du jetzt dein Leben lang hören, oder? Ja, der neue Mund, genau, das Nesthäkchen. Roland wird im Comic zu Viktor, einem Frankenstein-Wesen. Einen ersten Entwurf für Rolands alter Ego hat Schwavel schon fertig. Er ist ein Scharfrichter aus dem 17. Jahrhundert. Dr. Caligari hat das Gehirn von ihm konserviert. Guck mal, die Lade geht runter. Ja. Und hat vom Friedhof einen muskulösen Mann ausgegraben, der bei einer Prügelei gestorben ist und ein Auge verloren hat. So, ja. Und dieses Hirn des Scharfrichters wird jetzt in diesen Leichnam implantiert und daraus wird Viktor Sharp geboren. Genau. Ich kriege Gänsehaut. Ja, das ist gruselig. Das ist echt gruselig. Backstage, eine Stunde vor dem Auftritt. Die Kollegen aus Schweden sind schon durch. Bei The Other beginnt die Verwandlung. Thorsten wird Rod Usher, ein Werwolf. Die Band orientiert sich am Gruselfilm der 50er, als der Horror noch nicht so bluternst daherkam. Die Anspannung wächst. Die Schweden trinken auf ihren rauschenden Auftritt. We're awesome zombie suckers. Wir sind eine Punk-Rock-Band direkt aus der Hölle. Es war unsere beste Show aller Zeiten. Alla mia kollegor hittar lik hela tiden och jag bara, vad fan? Ich verstehe die gar nicht. Dass sie sich immer so betrinken müssen, junge Leute. Eine Gruselmaske, die vom feinen Pinsel lebt. Roland nicht mehr ansprechbar. 20 Minuten bis zum Auftritt. Letzte Handgriffe. Das Outfit steht. Showtime. Roland unter Strom. Wie wird sein Auftritt werden? Und wie kommt Audrey zurecht? Jetzt in der Planetopia-Reportage. Eichgesichter in Schwarz. Wenn die Gothics ihre Gruften verlassen, stürzen sie sich in rauschende Feste. Ich bin auf der Suche nach etwas, wovon ich noch gar nicht weiß, was ich suche. Das Festival der Dunkelwelt in Leipzig. Gleich in der Planetopia-Reportage. Soundcheck für die Horrorpunker von The Other. Roland ganz bei sich und seinen Verstärkerkabeln. Wie wird es werden? Dann betritt Thorsten, alias Rod Usher, die Bühne. Und schnell bringt der Werwolf mit seiner Truppe aus Untoten richtig Leben in die Halle. Und über die Friedhöfe, die sie besingen, schmettern sie einen glasklaren Dampfhammerrock. Schnell, kompromisslos und immer nach vorne. Und Roland als Viktor Sharp wird einfach mitgerissen in ein atemloses Powerplay. Nach gut einer Stunde Dauerfeuer, das Finale. Die Fans selig. Die Jungs sind fertig. Boah, ich glaube, ich brech gleich zusammen.
war richtig geil. Also mir fehlen noch die Worte. Es ging Bombe ab, das war ein Traum, echt. Nee, es war super. Victor hat sich so fantastisch geschlagen und es ist einfach der Hammer, dass wir uns jetzt so zusammengefunden haben. Nur jetzt müssen wir uns langsam zurückverwandeln. Das wird schwierig. Genau. Schön zusammen. Auch Martin Black ist fast durch mit seinem Programm. Konzertbilder der Band Hochiko. Der Frontmann kredenzt pompösen Düsterpunk. Martin hat rund 3000 Bilder geschossen. Würden 30 davon gedruckt, wäre er schon zufrieden. Hochiko beschreit zum x-ten Mal den Weltuntergang. Backstage sichtet Martin seine Speicherchips. Ständig stellt er Bilder ins Netz. Mit dabei Fotos einer Fetisch-Modenschau für ein sehr exzentrisches Publikum. Absolute No-Go-Area für Fernsehkameras, aber nicht für Martin. Countdown für Audrey und Laila. Die Band Homo Futura, kurz vor ihrem Auftritt. Letzte Ansagen. Das sieht scheiße aus. So ist das, ist viel cooler. Dann geht's los. Auch Martin ist gespannt auf die beiden Gothic Go-Go Girls. Audrey bringt ihre Choreografie routiniert über die Rampe. Elektropop zu einer Frankenstein-Klamotte. Gothic Grusel am Rande der Lachnummer. Aber die Go-Go-Tänzerinnen nehmen den Job ernst. Sie sind Profis. Virginia glaubt an die Zukunft der Gothic-Szene und an ihre Chance. Dein Weltbild wird korrigiert, wie auch dein Geist neu programmiert.